Locked and loaded und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu Planet Coaster. Es ist lange her, es ist schon eine Ewigkeit her, gefühlt, dass wir uns mal wieder im Park angeguckt haben. Aber jetzt ist es soweit. Der Oktober ist da. Ein paar Monate hat es gedauert, aber Planet Coaster ist jetzt wieder zurück. Und wir gucken uns gleich mal ein Highlight auf Steam an. MPC World Erlebnis Resort. Den guten NPC, den kennt ihr ja schon, den habe ich schon zweimal hier, glaube ich, vorgestellt. Er hat es jetzt das dritte Mal geschafft und damit ist er Spitzenreiter bei mir in den Videos, glaube ich. Was die Erstellungen, was den, ja, die, ja, ihr wisst, was ich meine. So oft war noch keiner in meinen Videos dabei. So, dann gucken wir uns das Ganze jetzt natürlich mal an. Ich war selber noch nicht einmal in den Park und habe geguckt, deswegen jetzt auch für mich einfach mal. Gut, ich weiß auch nicht, ob es performance-technisch gut ist, aber es scheint zu funktionieren. So ein paar Besucher sind ja schon mal drin, das ist gut, so 2500, da kann man nicht meckern. Wir gehen einfach mal hin, hier das Typische für ihn natürlich, die Ticketkasse, Tageskarten, Treffpunkt, Hashtag Abenteuer, Hashtag Spaß, Jahreskarte, Tickets, alles mit am Start. Und wir gehen dann mal rein in die oder in das Erlebnis-Resort von MPC World. Natürlich darf die Knautschkugel hier auch nicht fehlen. Und ja, ist gar nicht mal so schlecht, der Eingang hier. So, hier haben wir natürlich Ausgang, das wissen wir natürlich, da kamen wir ja her. Na gut, für uns war es der Eingang. Old Amsterdam, Port Royal geht's links lang und dann haben wir das Märchendorf, Rheinburg, Samorelia, Morelia, Industriegebiet und The Lost Temple. Eine Sache ist hier, was ich sagen muss, was mich jetzt so ein bisschen stört, da kann der NPC natürlich nichts für, der Ersteller, da kann nur ich was für, denn, um den Park richtig zu sehen, müsste ich die DLCs gekauft haben, die habe ich aber leider noch nicht. Und ich wollte das Video jetzt unbedingt machen, ich habe das schon zu lange vor mir hergeschoben. Er hat mir eine Nachricht geschrieben, ich habe leider nicht darauf geantwortet, weil... Erstens wollte ich das nicht aufnehmen, weil ich halt total am Kränkeln war letzte Woche oder in den vergangenen zwei Wochen. Mir ging es richtig ungut. Aber jetzt bin ich wieder da, jetzt mache ich dieses Video und das mache ich auch sehr gerne. Also, wenn du das siehst, bitte entschuldige, dass ich nicht geantwortet habe. Natürlich, auf Steam, da kann ich dir natürlich nochmal schreiben. Aber ich möchte dich jetzt so ein bisschen überraschen damit, dass ich das hier mache. So, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einfach mal... Wir gehen einfach mal hier durch. Wir gehen einfach mal rechts rum, gegen den Uhrzeigersinn, so wie es die meisten machen in Freizeitparks, warum auch immer. So, und hier sind wir schon im Märchendorf, das geht nämlich hier hoch. Haben sofort ein schönes Riesenrad. Das ist immer sehr gut. Riesenrad finde ich immer cool. Haben zu wenig Freizeitparks, leider. So, und dann geht es auch schon hier ins Märchendorf. Natürlich sehr schöner Eingang hier wieder und ein Bahnübergang. Amelies Turm, Infernal, ja doch, Infernal Trees. Da war schon gleich die erste Achterbahn und hier kommt aber gerade der Zug. Mich interessiert jetzt mal, ob die Menschen auch wirklich mal stehen bleiben hier oder nicht. Aber hier kommt gerade kein Mensch, das ist das Problem. Doch, da kommen die Menschen. Bleiben sie hier stehen? Oder laufen sie immer noch durch den Zug durch? Sie laufen noch durch den Zug durch. Schade, ihr seid tot. Okay. Weiter geht's. Das Märchendorf. Oh, das hat sich dann doch... Das zieht sich ja ganz schön hin. Das ist ja schön. So, wir wollen natürlich die Achterbahn fahren, die hier ist. Sicherheitsbereich, kein Zutritt. Ja, okay, dann gehen wir da auch nicht rein. Ist ja okay. Müssen wir uns das ja nicht angucken, ne? Wenn da kein Zutritt ist. Alter, Riesenrad und Kettenkarussell, ne? Mein Gott. Dorfrundfahrt. Auch nicht schlecht mit den Autos. Das finde ich auch mal sehr schön. Und jetzt gleich nach San Morelia, aber wir wollen natürlich die Achterbahn erstmal hier erkunden. Dazu gehen wir mal hier hin und sehen gleich, dass ein Zug in der Station steht. Und vielleicht haben wir Glück und das ist der richtige Zug. Gucken wir uns das doch mal an. Wo ist es denn? Hier, Fahrtkamera. Es ist der richtige. Perfekt. Ja, dann warten wir jetzt halt mal ein bisschen, bis das hier losgeht. Würde ich sagen. Und dann können wir gleich direkt starten mit der ersten Fahrt des Tages. Im Märchendorf. Los geht's. Tschüssigowski. Oh, der Aufstieg um den Turm, das ist sehr cool. Das finde ich sehr cool. Und wie das auch einfach passt da drum, das ist cool.
fast immer der gleiche Abstand hier. Das ist echt nice. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Da war auch Prinzessin Amelie, ne? So, da ist ein bisschen der Kopf im Weg, um dass wir hier eine schöne Aussicht kriegen, aber egal. Aber wir sehen hier schon mal ein bisschen was vom Park und sehen auch ein paar Achterbahnen schon, die natürlich interessant für uns werden. Ja, für eine Kinderachterbahn schon mal nicht schlecht für den Anfang. Aber ich erwarte mir noch so ein bisschen mehr bis jetzt. Aber wir gucken mal, ob das jetzt auch schon das Ende war. Ich gehe stark von aus. Können wir mal hier rumgucken, da können wir nicht. Ich denke mal, das geht jetzt stark in die Station wieder rein. So ist es auch. Dann gehen wir mal hier raus. Amelies Turm, so hieß die Achterbahn. Gehen wir durch den Ausgang auch raus, so wie wir reingegangen sind, ne? Ihr kennt das ja. Dorfrundfahrt, die gucken wir uns natürlich nicht an. Ihr müsst euch auch was selber angucken hier, ne? Den Wackel. Und guck mal, da ist die Amelie persönlich. Schön. Eine Schönheit hier vom Herrn. Die will, die ist doch, ja. Genau, wir gehen jetzt mal weiter. Da hat das Spiel mal kurz gestockt. Ich muss auch sagen, ich habe lange nicht mehr gespielt. Ich muss jetzt erstmal wieder klarkommen, wie das überhaupt funktioniert. So, hier haben wir so einen kleinen Rundplatz. So einen kleinen Platz halt. Hier meine Teetassenfahrt, auch schön. Auch wenn mir da mal schlecht wird, ist ja egal. Großmutters Tassenfahrt heißt das Ganze. Das ist ein sehr schöner Name dafür. So, und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal wieder in die Richtung zurück. In die Richtung zurück ist falsch, aber Richtung zurück halt. Also weiter weg hier. So, wo ist denn hier? Wo sind wir denn hergekommen? Sind wir hierher gekommen? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ja, das sieht gut aus. Ja, doch, hier kann man ins Märchendorf, genau. Entschuldigung, ich möchte mal vorbei hier. Dankeschön. So, wir sind so ein bisschen schneller als die anderen. Industriegebiet und San Morelia. Da gehen wir mal rechts weiter. Märchendorf waren wir ja schon. Gucken wir uns mal San Morelia und das Märchendorf, San Morelia und das Industriegebiet an. Gucken wir mal, was wir hier alles haben. Ausgang, Barockviertel, Rheinburg. Alter Schwede. Da waren wir ja gerade. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal, hier ist San Morelia. Dann weitergehen, das ist das Industriegebiet. Dann gucken wir uns erst das Industriegebiet an und dann gucken wir uns San Morelia an. San Morelia verspricht mir schon mal sehr viel, finde ich. So, finde ich vom Namen her ganz cool. Hier steht gerade der Zug. Auch schön. Ich fände es halt cool, wenn die Leute auch warten würden am Bahnübergang. Aber vielleicht kommt das ja irgendwann noch. Und hier sind wir im Industriegebiet angekommen. The Factory, so heißt gleich das erste Ding hier. Das erste ist sogar eine Achterbahn. Sehr schön. Gehen wir mal hier hoch. Ne, ihr kennt das ja. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir direkt in den richtigen springen. So ist es leider nicht. Dann gucken wir doch einfach mal, wo der richtige ist. Das ist der richtige, der Wagen Nummer 3. Das sollte auch jeden Moment losgehen. Ja, da gehen doch schon mal die Bügel zu und dann fahren wir auch los. Perfekt. Ja, hat schon mal was bis jetzt. Und jetzt die Bremse. Nein, es geht direkt runter. Jawohl. Über 90 Grad nach unten. Sehr schön. Und dann hier durch den Turm. Perfekt. Das finde ich gut. Das gefällt mir. Die ist eng vorbei wieder. Das liebe ich ja. Das ist Wahnsinn. Das finde ich geil. Das freut mich richtig. Und einmal dieses Jahr geht es sogar für mich nochmal in einen Freizeitpark. Und zwar am 31. Oktober Halloween in den Heidepark. Da freue ich mich auch besonders drauf. Das ist ein kleines Muss, finde ich. Ich würde aber auch gerne mal in andere Parks an Halloween. Welchen könnt ihr mir denn empfehlen? Welchen Park besucht ihr zu Halloween immer?
Oder wo wart ihr Halloween schon mal, in welchem Park? Schreibt es auch gerne mal in die Kommentare und wir machen weiter mit der nächsten Achterbahn, beziehungsweise wir springen einfach mal wieder in das Industriegebiet zurück. Haben wir Factory abgeschlossen, war sehr cool. Hier haben wir Crazy Gears. Und das war auch schon das Industriegebiet. Ist relativ klein, aber relativ gut. Relativ schönes Szenario. Hier mit der Unsearchable Factory. Oh, Entschuldigung. Okay. Was haben wir denn hier? Eingang Märchen Resort. Okay. Komm, da gucken wir, da werfen wir auch mal einen Blick rein. Wie das Märchen Resort hier aussieht. Hier kann man wohl wohnen. Häuser 1 bis 5, Häuser 6 bis 10. Cool. Ja, sehr schön gemacht. Anlage bitte sauber halten. Natürlich. Oh, ein Volleyballnetz. Sehr cool. Alter Schwede. Ey, da gibt es sich immer mehr Mühe. Die Parks werden immer cooler. Ich bin gespannt auf deinen 4. und 5. Park. Also Respekt. So, aber wir wollen jetzt nicht den guten Herrn hier mit... Ich denke mal den guten Herrn, ne? Nicht, dass ich immer die ganze Zeit was Falsches sage. Wollen wir nicht hoch in den Himmel loben hier die ganze Zeit, sondern wir wollen uns ja auch was angucken. Und ich will euch ja zeigen, dass das nicht unverdient ist. Wir gehen jetzt mal nach San Morelia, in den Bereich San Morelia. Das klingt sehr mexikanisch, italienisch, spanisch, irgendwie sowas in der Richtung. Mexikanisch, hey, guck mal Mexicans an. Sehr schön. Aber ich habe hier eine Achterbahn gesehen. Ne, das ist ein Schlemmer Point. Das ist nicht eine Achterbahn. Das ist eine Achterbahn. Mal nur gucken, wo der Eingang ist. Ja, den finden wir auch noch. Aber San Morelia ist schon schön. Das gefällt mir, ey. Das ist richtig schick. Hier mit der Ballonfahrt auch sehr schön. Eieiei. Ja, schön ist das natürlich für mich jetzt persönlich nicht. Weil das ist einfach nicht mein Fahrgeschäft. Aber gut, wir gucken uns jetzt mal an, ob wir direkt in den richtigen Wagen springen. Und da sind wir drin. Und warten, bis es losgeht. Aber da brauchen wir gar nicht so lange warten, denn es geht jetzt schon los. Problem hier ist nur wieder, das ist diese Achterbahn, wo sich die Wagen um sich selbst drehen. Und das ist nicht so meine Stärke, muss ich sagen. Also irgendwann würde ich mir sowas schon mal antun wollen, aber nur einmal, glaube ich. Denn danach bin ich weg. Das ist ja hier schon... Uiuiui. Aber schöner Blick auf die Factory. Die Unsearchable Factory. Uiuiui. Aber sieht schön aus. Aber es ruckelt wieder so ein... ja, so ein bisschen ruckelt es doch, ja. Aber ein bisschen ist gut. Das ist ja gerade das Standbild vom Herrn. Na gut, was heißt Standbild, aber es sind gerade nicht sehr viele FPS, die ich hier habe. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich verstehe es nicht. Als Spiel braucht eine extrem hohe Anforderung, wenn man diese Customized Parks spielen will. Ja, diese Workshop Parks. Ich weiß auch nicht, das ist ja schade eigentlich, aber... Für Planet Coaster kaufen wir jetzt nicht noch einen besseren PC, das, nee, nicht nur für, also, irgendwann ist das natürlich auch wieder so weit, dass ein anderer PC her muss, klar, aber der ist ja erst neu, er ist kein Jahr alt. Von daher, aber ich würde sagen, trotzdem war es eine schöne Achterbahn, das, was ich davon mitkriegen konnte. El Marachas, ja, das klingt schon sehr spanisch, mexikanisch, also spanisch ist, spricht bei der in Mexiko, soweit ich weiß. Na ja, gut, Eingang Ballonfahrt, das ist ja jetzt nichts Besonderes, das sind ja die Standarddinger. Würde ich sagen, gehen wir mal raus aus Mexiko. Oder auch noch nicht, denn wir haben hier noch einen Achterbahn, den Megacoaster Ola Puerta. Aber wenn wir Glück haben, dann haben wir jetzt gleich den richtigen Zug. Haben wir, haben Glück, denn das ganze Ding hier braucht noch eine Wartung, so wie es aussieht. Ah, da haben wir immer Glück, dass der Typ da ist. Ja, hallo, du siehst auch aus wie so ein mexikanischer Leiharbeiter, ey. Ja, jetzt gehen wir hier wieder raus, damit wir weiterfahren können. Dankeschön. Er ist nicht mehr zu sehen. Das heißt, du kannst uns mal den Start geben hier, Ulrike. Gib uns die Bahn frei. Ulrike Hernandez.
Uschi Hernandez. Keine Ahnung. Die Mexikanerin da. Jetzt mach mal hier. Los, wir wollen den Megacoaster fahren. Jawohl. Geht doch. Schön. Schön hoch. Und hoffentlich gibt es jetzt nicht so die Ruckler. Ich habe natürlich auch nebenbei extrem viele Programme an. Man vergisst das halt, dass man so alles ausmachen muss, wenn man das Spiel spielen will und aufnehmen will. Vor allen Dingen, wenn man es so lange nicht gemacht hat. Ist ja doch schon ein paar Monate her. Oh Gott. Haha, schön. Jawohl. Und wieder runter. Und wieder hoch. Da hat er echt eine Bremse eingebaut? Warum nicht? Kann man mal machen. Oh, geht noch weiter. Aber nicht mehr lange, leider. Gleich ist ja auch schon wieder Schluss mit der Achterbahn. Dann sind wir in der Station wieder angekommen. Ist vielleicht auch für die Performance gerade so ein bisschen besser. Ja, ihr seht, das sind so ein paar Standbilder gerade. Das ist wie so ein Daumenkino gerade, was wir hier haben. Das ist immer noch nicht in der Station. Okay, doch, da kommen wir jetzt in die Station. Dann würde ich sagen, wir springen schon wieder raus aus dem Ola Puerta Mega Coaster. Und gehen mal weiter zu The Lost Temple. Oh, das sieht geil aus. Das sieht richtig geil aus hier. Eingang Jungle Fall. Was ist ein Jungle Fall? Achso, das ist der Freefall Tower. Ja, cool. Ah, da unten startet. Oh, richtig cool. Richtig cool. Ups. Richtig cool gemacht. Ist zwar leider nicht sehr viel, aber immerhin etwas. Rheinburg. Und immer keinen Zutritt. Lieber Besucher, wie du siehst, ist hier noch reichlich Platz für eine weitere Themenwelt. Es wird demnächst eine Spooky-Welt geben. Auch schade, dass die noch nicht da ist. Mit dem neuen DLC wird es möglich sein. Also möglich. Sei gespannt. Ja gut, die DLCs habe ich leider nicht. Von daher ist es natürlich relativ doof. Das heißt, ich sehe hier auch nicht, wenn das dann da ist. Aber die brauche ich alle halt noch, ne? Das ist ja kein Problem. Hier haben wir wieder eine Achterbahn. Das ist sehr gut. Und die sieht relativ cool aus. Die erinnert mich an die neue aus dem Phantasialand so ein bisschen, die ich leider noch nicht gefahren bin. Ich vergesse auch den Namen immer wieder. So, wo sind wir denn? Zur Taverne. Flammkuchen. Menü des Tages Flammkuchen. Das ist geil. Das sieht aber richtig geil aus hier. Aber wo ist der Eingang? Nur Ausgang. Ha, komm, wir gehen da mal rein. Wir überspringen das Ganze einfach mal. Und haben Glück. Hier ist gerade ein Zug angekommen. Vielleicht ist das ja der richtige für uns. Das ist aber schon mal falsch. Oder auch nicht. Artaios Multilounge. Ja, sieht richtig aus. Jetzt muss es nur langsam mal losgehen hier. Ich habe das Gefühl, das kann auch so ein bisschen dauern. Weil hier sitzt noch keiner drin. Das ist schade. Aber jetzt gleich geht es wohl los. Jawohl, die Türen öffnen sich. Die Leute sitzen drin. Da müssen wir noch die Bügel schließen und dann können wir los. Ne, Francesco. Jawohl, so sieht es aus. Los geht's. Oh, das sieht echt mega cool aus. Da ist noch eine Holzachterbahn. Das ist echt cool.
Das könnte jetzt ein Lounge sein. Jawohl. Oh, ein verdammt schneller Lounge und ein verdammt... Wow, cool. Also ich will die G-Kräfte nicht wissen. Alter, da durch den Looping, durch dieses Looping-Ding da, was wir eben gesehen haben, so ganz kurz. Alter, geil. Die gefällt mir. Aber ich möchte natürlich auch den guten NPC so ein bisschen unterstützen. Deshalb werde ich euch nicht alles zeigen aus diesem Park. Natürlich, ihr sollt euch das natürlich selber angucken. Wenn ihr das Spiel besitzt. Wenn nicht, ihr könnt natürlich unten auf den Link in der Beschreibung klicken. Kauft euch das Spiel. So teuer ist es auch wieder nicht mehr. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Das Einzige, was ihr haben solltet, ist ein etwas besserer PC. Denn Planet Coaster frisst extrem viel, leider. Gerade wenn ihr solche Steam Workshop-Spiele spielen wollt, also die Parks downloaden wollt, dann braucht das Spiel dann doch ein wenig mehr. Und ich empfehle es euch, auf einer SSD zu installieren. Das macht das Spiel noch ein bisschen flüssiger. Aber ich muss sagen, oh, das sieht cool aus. Das könnte bei Nacht sehr cool aussehen. Nehmen wir nochmal einen Lounge. Oh ja. Deswegen auch Multi-Lounge, weil es hier multiple Times das gibt. Ne, ja, mehrfach halt. Oh, aber das sieht... Guckt euch das einfach mal an, wie schön der Park aussieht. Und auch diese Achterbahn, auch wenn es jetzt halt sehr am Ruckeln ist, leider. Aber es ist ja auch gar nicht mehr so schlecht, so kann man ein bisschen mehr sehen von der Szenerie. Oder Szenarie hier rund um diese Achterbahn. Das hat doch schon mal was. So, und da sind wir in der Station angekommen. Das war Artaios. Der Multi-Lounge-Coaster. Ein sehr cooles Ding auf jeden Fall. Wir springen mal hier kurz den Berg runter. Denn wir müssen natürlich kurz weitergehen so ein bisschen. Ausgang Barockviertel. Waren wir schon. Rheinburg, Port Royal, Velostempel. Ich glaube, Port Royal war das hier vorne schon. Ne, das ist Rheinburg. Port Royal haben wir noch nicht gesehen. Misier Fritz. Zur Taverne. Wo geht's denn hier zum Port Royal? Ich weiß es nicht. Wir gucken uns das einfach mal von oben an. Ob wir hier so ein bisschen rüberspringen können. Ah, das ist der Port Royal. Eine große, eine sehr schön große Piratenwelt. Mit einer Holzachterbahn und einer Wasserbahn, einer Wildwasserbahn. Wie gesagt, ihr solltet euch das natürlich alles selber mal angucken. Ich würde dieses Video nämlich jetzt an dieser Stelle fast schon beenden, aber es fehlt natürlich das Obligatorische, das, was ich nicht vergessen habe. Wir gucken uns das Ganze natürlich nochmal bei Nacht an. Das Ganze aussieht erst einmal so bei Tag von oben und Mountain Rafting ist auch noch mit am Start. Also ihr müsst euch den Park auf jeden Fall selber mal angucken. Da war noch eine Achterbahn. Ich weiß gar nicht, hatten wir die? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber auf jeden Fall ein sehr schöner und ein sehr schön großer Park vor allen Dingen. So, dann schalten wir das Ganze jetzt nochmal auf 22 Uhr oder machen wir mal 23.50 Uhr. Ja, 23.50 Uhr. Und das wollten wir uns jetzt nicht angucken, aber das sieht doch schon mal sehr cool aus. Also, das ist ein extrem schöner Park, muss ich echt mal sagen. Und hier sehen wir auch eins der Hotels. Das Parkhotel, ja gut, das ist ein guter Name dafür. Mit einem Pool auf dem Dach, richtig, richtig cool. Der Pool ist richtig, richtig cool. Und liebe Freunde, wie gesagt, downloadet euch den Park bitte selber, guckt euch den Park selber an. Ich möchte nicht alles spoilern. Aber auf jeden Fall ist der Park sehenswert. Das habt ihr gesehen. Vor allem diese Achterbahn hier. Die hat es mir echt angetan. Artaios, der Multi-Lounge-Coaster. Ein echt tolles Teil. Gut, wenn es euch gefallen haben sollte, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Und guckt euch auf jeden Fall diese Piratenwelt an. Und abonniert den Kanal, das würde mich auch noch sehr freuen. Planet Coaster kommt jetzt eventuell ein bisschen öfter wieder. Denn es sind ja einfach mal ein paar neue Dateien, beziehungsweise ein paar neue Workshop-Dateien dazu gekommen, die man sich angucken kann. Denn wenn man das so ein
zwei, drei Monate durchzieht, dann hat man halt keine neuen Dateien mehr, weil so schnell kommen die Ersteller leider nicht hinterher. Aber das ist ja nicht so schlimm. Dann gibt's halt immer mal wieder eine Pause zwischen Planet Coaster, aber jetzt geht's wieder los. Inwiefern die Videos kommen, kann ich nicht versprechen. Ich würde sagen, eins pro Woche, das ist so mein Ziel. Und wir schauen einfach mal, wie es die Zukunft so zulässt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vergesst das Abonnieren nicht. Link dazu natürlich wie immer unten in der Beschreibung. Bis dann, euer Teddy Gun und ciao.